heet het spielen. Mach het etwas parat. Schon ein paar knapp berechnet, hè? Leck! Jetzt andere 19-Jährige sagen mal, interessiert sich mehr für Auto, für Disco, Ausgang. Ist das bei Ihnen überhaupt nicht angesagt? Ja, also so kann man das jetzt also nicht sagen, dass das nicht angesagt ist. Alles durch, Christian macht kurzen Prozess. Nach den paar Festen, die ich gemacht habe, die ich gewonnen habe, ich muss sagen, wow, also, ich bin wirklich eigentlich gut. Der Gang ist gestellt und der Stucki ist der Sieger. Da hat er spielen. Machen wir etwas parat. Go! Mir wird immer nachher gesagt, ich sei ein bisschen zu face, aber ich konnte jetzt ein bisschen umlagern durch das Training. Ich konnte einfach fette Muskelmasse umwandeln. Der Bauch ist eben nicht so zurück, aber die Muskeln sind gleich ein bisschen auch. Dann wird man halt ein bisschen schwer zwangsläufig. Was ist jetzt das Problem? Wir müssen das vielleicht ein bisschen drehen, dass man die Kamera sieht. Aha, oh. Wir machen das Tänzchen heute. Nein, das Problem ist, beim Greifen legen wir die Gegner meistens hier hinten so in die Arme. Ja. Sehr schwierig, ihn hier zurückzunehmen. Oh, jetzt könnte es klingen. Schaut das an! Schaut das an, der Sempo! Tatsächlich! Papi! Ich nicht Papa, dann hört ihr zu Mama. Jetzt! Der Stucki! Und in eine ganz gute Situation. Der Stucki! Der Stucki! Eine Minute vor Ablauf! Unglaublich! Ja, man kann es machen. Vielleicht bringt es etwas, vielleicht auch nicht. Wenn ich 19 Schwingerkönig werde und das Ritual noch machen, dann hat es vielleicht genützt. Stucki, oh, Stucki. Stucki! Das gibt's gar nicht. Ich bin gerade fassungslos. Aber es ist natürlich wunderschön. Gibt es noch einen Preis nachher, der Colin, der Siegermuni, was passiert mit dem? Ja, da ich nicht baue, geht er sicher wieder zurück zum Züchter, weil bei mir im Garten würde mir schön Rasen verschalpen. Das ist Sportler des Jahres 2019 ist der Gregor Stucki. Jetzt muss ich auch noch etwas sagen. He? Ich habe eigentlich nichts vorbereitet. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, ein bisschen nervös. Und einfach allen merci vielmals. Und ja, der Kanton Bern ist schon gut vertreten auf der Bühne. Merci vielmals und einen schönen Abend.